Das deutsche Kriegsdrama Im Westen nichts Neues ist der große Gewinner bei den britischen Filmpreisen. Die Netflix-Produktion wurde in 7 Kategorien ausgezeichnet, unter anderem als bester Film für die beste Musik und die beste Kamera. Edward Berger konnte auch den begehrten Preis als bester Regisseur entgegennehmen. Die sogenannten BAFTA Awards zählen nach den Oscars und den Golden Globes zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. In den Karnevals- und Fastnachtshochburgen an Rhein und Main ist heute der Höhepunkt des Straßenkarnevals. Nach 2 Jahren Corona-Pause ziehen die Rosenmontagszüge wieder durch die Städte. Hunderttausende Menschen werden unter anderem in Mainz, Düsseldorf und Köln dabei sein. In Köln gibt es auch eine Premiere. Weil der Rosenmontagszug dort sein 200. Jubiläum feiert, zieht er zum ersten Mal über den Rhein.